Herzlich willkommen zur neuen Folge hier 7SD. Kaum starten wir wieder, kommt Besuch. Unbegehter Besuch, also gerade zur Unzeit, immer typisch, wenn ich los will. Dann kommt Besuch. Unmöglich. Hier waren sie auch fleißig, okay. Ja, die Tür hätte man zumachen können, ne? Alle her wohl nicht reinlaufen, ne? So, dann hatte ich mal geguckt auf die Karte. Und zwar. Gucken wir mal kurz drauf. Hier war eine Stadt und hier muss eine größere sein. Laut meiner Erinnerung. Wir werden jetzt mal genau die Straße hochfahren und dann in die Richtung fahren. So. Und den können wir noch nicht hier lassen, ne? So. Und so schnell, du. Tja. Ich bin doch kein Ball. Gut. Auf geht's. Also Eiswüste nicht, wir fahren gleich wieder rechts. So. Und Vollgas. Bin ziemlich dabei, falls wir nicht ausreichen können. Und was mir jetzt besonders im Herzen liegt, ist die Bibliothek. Wissen. Nach Möglichkeit. Und wenn das natürlich Messing, logischerweise. Und wenn möglich. Ja, Waffen, ne? Waffen allgemein, Munition, alle Art, ne? Nehmen alles, was man so haben kann, ne? Damit wir damit wir uns beteiligen können. So, das ist nämlich der erste Tag nach Blutmond, das ist heute Tag 50. Tag 57 ist der nächste. Und bis dahin möchte alles fertig sein. So, das war zu dem Thema. Ja, wir fahren Richtung, wo wir richtig sind, ne? Ja, sind verkehrt. Aber gut, dann fahren wir hier nachher rechts ab und schauen hier mal nach. Eben eine, ach, Häschen. Normalerweise müsste ich den hier heute mitnehmen, aber na gut. Ich habe auch noch so was zu essen da, also es war nicht alle Welt, ne? Aber hey, Wildschwein, den kann man nicht liegen lassen, das ist ein das ist nicht so, Wildschwein nehmen wir mit, also voll gedacht, den Hasen, das lässt ja liegen, ne? Das ist mit dem Hasen so ungefähr, ne? Aber ein Wildschwein, das ist natürlich mitzunehmen, ne? Also der liefert genug Fleisch und Knochen und Fett und das alles, das nehmen wir mit. Wenn wir blöd nicht machen würden, ne? Da ist die Kugel nicht so schade zu. Der nächste Hunger kommt garantiert. So, ein paar Eier finden, Omelette machen, fertig. So. Ja, so eine Messingminen gibt es ja nicht normalerweise, ne? Man müsste ja eigentlich für Bronze braucht man eigentlich Zinn und Bronze, aber für Messing weiß ich nicht genau jetzt, aber muss ja auch so ähnlich sein, ne? Messing ist ja auch so ein Legierungsprinzip. Musik. So. Mal ganz kurz gucken, wenn die Kreuzung kommt, wenn wir abbiegen müssen, ne? Damit wir da nicht verkehrt liegen.
böse Straßen sind. Böse Straßen hier. So, hier ist die Kreuzung. Und da ist die Stadt, wo ich sagte, da ist nichts. Ich fasse keine Bibliothek. Und wir müssen hier in der Ecke. Da war die Wüste. Wir werden jetzt in der Stadt reinfahren. Ja, das geht ja gar nicht. Wir fahren da jetzt rein. Hauptkreuzung dann rechts. Uhrzeit 10:56. Ein bisschen beeilen. Jetzt haben wir 10:07. Ja, die eine Folge habe ich noch. Vielleicht zwei. Hier werden wir eines Tages reingehen, aber ja, ziemlich großes Gebäude, ne? Also da ist schon da brauchen wir schon mehrere Stunden. Oh, schon wieder 71 Grad die Grafikkarte. Ja, normalerweise könnte man lösen, aber ich brauche Munition. Hier ist ein Feuerzombie. Den lassen wir auch liegen, da ist ein Stumpf. Ah, schon wieder Geier hier. So. Kann ich nicht mal in aller Ruhe auf die Karte gucken. Ah, ist ein Hund hier. Also Geier verfolgt mich garantiert. Also ist da ein Händler. Gut, Händler müssen wir auch mal eines Tages fahren, ne? Also für Kaufen von Büchern vor allen Dingen. Da werden wir mal einen Tag mal so einlegen, nur für den Händler. Genau. So, wenn wir jetzt Glück haben, ist jetzt Geier weg und wir können mal eine Karte gucken. Autos, ja, Autos, aber die muss man stehen lassen, ne? Oh. Missy. So, oh, ich gucke mir gerade genau. Gut. Da wollen wir hin. Ah. Geier Celeste hier, wenn ich nicht los. Vor allem kannst du auch Krankheiten kriegen, ohne Mist hier. Gut, ich habe zwar Medizin dabei. Aber nicht jetzt hier, ne? Also gut, sofort immer nicht sterben, aber so. Jetzt kommen wir in die Wüste. Vielleicht anderes Licht, ne? So, mal ganz gucken. Und wenn wir anhalten, müssen wir gleich mal schauen wegen der war. Aussteigen. Denn hier waren wir schon mal gewesen. Hier waren wir. Gucken mal ganz kurz. Und jetzt gehen wir mal. Heiß, gut ist heiß. Hier geradeaus weiterfahren. Wir fahren der Straße jetzt weiter. Mit dem Fahrtwind wird der kühlen, ne? Metallworks. Coyote. Metallworks. Aber wir fahren mal so durch die Stadt, dass wir mal sehen, was da Schönes gibt. Muss da irgendwas geben, was wir nutzen können, ne?
Also hier war ich noch nicht gewesen, deswegen wollen wir ein bisschen mal gucken. Autos haben wir hier. Ich denke mal, die Autos werden wir zerlegen. So. Denn so oft komme ich in so nicht hier. Das ist eine verkehrte Richtung. Wir müssen mal schauen. Messing ist gut. Leere, mehrfarbiges Coupé. Kühler, ja, oh, Messing haben wir gefunden. Kühler haben wir gefunden. Das macht 50 Schuss. Dann haben wir Messing gefunden als Tierwurf, glaube ich. Und auch nochmal gute paar Schuss. Ey, da läuft ein Huhn. Ich habe noch eine Mission zu machen, Huhn töten. Ah, das war jetzt nebensächlich, also das ist wirklich jetzt nebensächlich, also Huhn erledigen. Oh, Motor! Aber wir brauchen dringend Batterien noch dazu, wieder 50 Schuss. Den holen wir so gleich, ne? So, der ist da hinten irgendwo. Ah, schauen wir mal hier geradeaus, haben wir einen Berg hochfahren, ne? Schauen wir im Überblick. Ah, kann man hier gut fahren? Man kann hier gut fahren, ne? Also Huhn. Huhn? Jagdgewehr. Ich habe ja die Mission zu erledigen. Also das ist ja nach wie vor bei mir aktuell. Und das werde ich jetzt auch tun. Das gibt's ja gar nicht. Huhn? Ich habe schon dran lange auch gewartet, aber... Wo ist das Vieh? Da. Oh, der ist so flink. Falls er mir zu nahe kommt. Oh, Kojote. Auch der wird mir beißen, ne? Aber das Huhn ist weg. Stadt. Dann trinken wir was ganz schnell. Ach, da ist das Ding. Achso. So, auf zum Moped. Oh, ist ein guter Schlitz. Und auf geht's. Richtung Ziel. Ich weiß die Tasche, aber lass mal liegen.
Ich fahre auch schon Köln ein, mache ich aber sie gar nicht gerne. So. Was ist das Teil überhaupt? Gas gehen. So, wo die Straße was hin soll, ne? Ja. Wo war Geier hier gewesen? Kein Zweck. Die Hitze macht mich wahnsinnig hier. So. Ich habe zwei Kühle, das heißt schon mal was Gutes. So. Aber ich kann nicht lange bleiben. Da sind ein paar Gebäude. Sehr großes Haus. Ein Motel. Ob es hier Bücher gibt? Ich glaube eher nicht. Da müssten Händler sein. Mal kurz gucken, eine Karte, da der Geier kommt. Die Sonne ist erbittlich, unerbittlich zu mir und ich muss noch eine Weile fahren. Da wo die Hochhäuser sind, da wollte ich hin. Wird ja wohl in den Häusern ein bisschen kühler sein, ne? Das fahren wir ausnahmsweise mal Campbell ein. Tag. Hast du verlaufen? Tag. Sei gegrüßt. Hier in der Wüste gibt es viel zu holen, ne, von also Öl, Schiefer ist hier Massen, was wir brauchen auch für Benzin und für Öl. Aber ich habe jetzt einen Bohrer nicht dabei, deswegen bin ja deswegen nicht hier. So, mal schauen wir mal die Gebäude an, ob das Bock. Au, Tagelände. Bist du? Gelohnt. Carbock, also immer Moped. So, nachladen. Und was wichtig ist, Gepäck loswerden.
Oh, nicht leer gemacht. Das war ja goldig. Also, was haben wir einpacken? Taschenlampe. T-Shirt, ob ich das brauche, weiß ich nicht. Nochmal Lederkapuze. Nehmen wir da rein. Antibiotika. Ich glaube, ich habe schon was vergessen. Glaube ich. Motor. Nägel. Papier weg damit. Blei. Batterie recht gute. Glas. Öl. Mal gleich benutzen. Rohre. Erstmal drin lassen, ne? So. Ah, so viel Krimskrams. Fett. Faules Fleisch. Fett. Knochen. Gut, Mobile ist voll. Dann gehen wir rein. Wir sind ja jetzt ausgeräumt. Meine. So. Bock. Hase. Na, hier ist Tür offen, das ist nicht gut. Offene Türen ist in dem Fall, naja, was wollen die damit sagen? Also Bücherregal, Junge. Überlebt, ne? Also hier schallen wir ganz gut, weil eigentlich hören. So, ich brauche Bücher. Das war eine Falle. Das war eine Falle. Beziehungsweise ich muss gleich mal also hier ist das brenzlig, hier werden noch ein paar Fallen drin sein. Das heißt hier jetzt haben wir Zeit, 24, gekriegt haben wir noch eine Dosen Katzenfutter nehmen wir. Ja. Wieso? Wer schießt denn die Dauer auf mich? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder explodiert, wo mir so heiß ist. Immer was trinken.
So. Junge, kennen wir doch alle schon. Wo kloppt die? Kann sein, dass in der Sonne so heiß ist. Kloppen. Ja, für hier Bibliothek oder sowas hier. Bisschen dürftig, ne? Finde ich auch. Ich dachte, hier wäre alles voller Bücher. Aber nix. Ja, ich muss ja die auch noch nutzen, die haben auch noch Munition, ne? Wäre ja blöd, aber nicht machen will. Aber gut, hier ist nichts. Gut, dann vielleicht hier, ne? Hier mit Treppen hoch. Die ist warm. Ich bin doch schon unter Schlupf. Türgriff.
Aber jetzt auch nicht, dass ich da noch einen Schuss drin habe. Wasser. Hier gehen wir gleich rein, ne? Hier kann da was kommen, ne? Oh, haben wir, kennen wir schon. Wasser ist auch gut. Der Wasser. Beides kennen wir noch nicht, das ist gut. Gut. Dem an sein, ne? Böser Zombie. Wie bei der Arbeit stören. Aber ich muss sagen, hat sich bisher gelohnt. Donnerbüchse. So. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich meine, von Dichten, da hauen die alle um, ne? Gut, wir haben alle geguckt. Guckt. Leer. 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 Gut, da haben wir alles gesehen. Dann werden wir unser Gepäck müssen entleeren. Das heißt, hier werden wir das leeren, was wir noch nicht kennen. Das heißt, hier Bogen schießen. Einen haben wir schon. Bauplan. Blaseball können wir bauen. Eine Schmiede. Und Bauplan. Gepanzerte Panzerplattenmod. Nennen wir aber gleich. So, dann haben wir Donnerbüchsmunition, Hühner, das kennen wir, das kennen wir. Werden wir hier reinbringen. Das werden wir bei Gelegenheit verkaufen beim Händler und dann sehen wir weiter. So, das werden wir zerlegen. Entschuldigung. Schauen wir hier weiter. Da wo hingeht. So, dann brauche ich eine Axt. Ich habe ja hier überall letztlich hier gute Axt. Also Hammer können wir noch oben nehmen, ne? Den brauchen wir hier nicht. So, die Axt. Die verkauft. Da. Ich habe nur Angst. Oh, ich habe da mal gleich mal gucken hier. Rezepte. Und Verband. Fertig. Also wie ich habe nur noch eins und der Rest ist ja gut aufgehoben, aber wäre ja blöd, wenn man das jetzt hier ein Chorbock. Shit. Nur glatt welchen Bein gebrochen hier. Ah. Junge! Das heißt, wir können nicht mehr laufen.
Eine Schiene ist nicht bei mir. Wo kann man jetzt am besten hoch? Gleich mal nachladen. So, wir haben Zeit, 16.51 Uhr, da waren wir schon gewesen. Wieder hoch. Schienen habe ich zu Hause. Was muss ich dafür nehmen, um herzustellen? Wir hätten nämlich Zeit davon. Probier mal aus. Naja, zumindest die Ausdauer wird erholt sich, ne? Wenn wir es halt nicht. Also eine Schiene haben wir garantiert keinen Teil, brauchen wir mit Grasflasern und irgend sonst brauchen wir dafür. Muss ich sehen. Mann, das kann nicht sein, dass wir jetzt eine schöne Bibliothek finden oder ein Ort des Wissens und dann brechen wir uns Bein. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen. Das geht gleich weiter. Dann fahren wir ja noch zurück. Seid mal tschüss und wir winken schon. Ciao. Sehen uns gleich wieder. Tschüss.